Hallo, hier ist Europabox 28 zu einer Runde League of Legends. Das wurde ja auch mal wieder gewünscht. Ich persönlich habe ja ein paar Mal League of Legends jetzt hier gespielt. Wieso, also, dass ich jetzt hier rüber schaue, ist, weil da ist die Aufnahme im Monitor ist. Jetzt gehen wir mal. Ich hoffe, dass der Gamesound nicht zu laut ist. Mir ist es zu laut, wegen dem mache ich dann leiser. So, was machen wir da? 5 gegen 5. Kluftbeschwörer, machen wir mal das. Mit einer Gruppe einzeln. So, jetzt müssen wir mal warten, dass wir wieder Lobby finden. Anscheinend will niemand mit mir spielen. So machen wir kooperatives Spiel, Kluft der Beschwörer. Anfänger bin ich ja. So. Ich habe keine Ahnung, warum ich zufällig. Angegriffen und bereit für den Einsatz. Okay, dann bist du bereit für den Einsatz. Bestätigen wir mal. Mal schauen, was die alles hat. Schwul. Also, es sucht jetzt noch Gegner da. Also, es braucht noch Gegner. Ich glaube, das sind Bots, oder? Jetzt geht's los. Spiel lädt. Der ewige Kreis. Aber eine Ping von 30 ist ja gut. Das da unten sind alles Bots. Wieso lädt das Spiel bei mir am schnellsten und es geht wieder 3 Jahre bei den anderen? Hat das Spiel eigentlich ein Host-System? Keine Ahnung. Nee, das läuft über Server. So 100% und jetzt kommt der Rest nach. Die 22er Ping auf dem Europa West Server. Ah ja, wenn ihr mal mitspielen wollt bei League of Legends, einfach mich suchen unter Robertbox 28 und Freundesanfrage senden. Und dann könnt ihr mit mir spielen, aber schreibt noch mir eine Nachricht bei Dings, wie heißt es? Bei YouTube in die Kommentare, dass ihr mitspielen wollt und wie euer Champion-Name ist. Oder wie er heißt bei League of Legends. Wir spielen auf dem Europa West Server, weil das ist der deutschsprachige Server. Wieso auch immer. So, der andere spielt sicher mit dem Notebook. Zum Glück weiß ich ja die Tastenbelegung nicht mehr von League of Legends. Das heißt, es wird für mich auch dementsprechend schwierig. Ich habe das Spiel mal wieder zum Laufen gebracht. Ja. Wie konnte man jetzt das machen? So genau. So genau. Die Kamera wollte ich so haben. Ein Beschwörer hat das Spiel verlassen. Jetzt hat irgendein Schlappschwanz schon das Spiel verlassen. So. Willkommen auch. Ich habe keine Ahnung, was dieser Charakter so kann. Ich habe allgemein keine Ahnung von League of Legends. Also hier oben ist die Ping. Ihr habt eine 22er Ping hier oben. Ah, hier kann sie nicht sehen. Ich glaube, ich muss schon etwas machen. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen.
dass hier Szene bearbeiten. Tun wir den hier runter. Das Bild komplett weg. Dann gehen wir wieder auf den League of Legends Schirm. So. Ist gleich besser, wenn ich hier unten bin. So. So. Der Charakter. Wieso setzt er jetzt immer diesen Scheißpunkt? Der hat Magier. Bis wie viel Ping könnte der denn hier gehen? Ja, das finde ich auch. Oberflächenspiel. Ja, bei Video war das ja. Ja, so sieht's auch aus. Schauen, dass der gegnerische Champion nicht kommt. Habe League of Legends nie auf so einem großen Fernseher gespielt wie jetzt gerade. Immer abhauen von den Champions. Eigentlich man so sollte. Keine Ahnung von dem Spiel. Geil ist ja, dass mir angezeigt wird. Der Radius von dem Zeug, also von dem Turm. So, greifen jetzt an. Geh mal weg hier. Da oben sind ja. Jetzt ist er rausgegangen, der scheiß Bubi. Ja, würde ich auch hoffen, sonst wirst du gebannt von League of Legends. Geh weg, geh weg. Scheiß. Können die mich hören oder was hier im Spiel? Da werde es mal nicht hoffen. Oh, fuck. Bin gestorben. So. Gehen wir beim Händler irgendeinen Scheiß kaufen. Gehen wir mal dahin. Der Roboter sieht ja auch übel scheiße aus. Ich hoffe, dass der Spielsound genug laut ist oder leise oder was auch immer.
Ah, da ist auch einer. Ah, da ist die Maus. Das Problem ist, ich sehe ab und zu die Maus nicht, weil das Teil irgendwie viel zu klein dargestellt wird. Und der gegnerische Bot, die Anne, die bleibt im Schutzraum sozusagen vom Turm. Der Turm zieht ja übelst scheiße viel Leben. Ja, lange wie es eben dauert. Das sind ja die gegnerischen Vasallen, ich hab gehört. Also ich weiß es, wenn man die killt, dann levelt man auch einiges schneller auf. Wieso ist denn das? 22er Ping. Scheiße. Ah, der scheiß Kuschelbär, der eliminiert mich jetzt. Wenn ihr meine Roomtour gesehen habt, ihr wisst ja, ihr spielt jetzt hier auf dem 40 Zoll Fernseher. Das bringt vielleicht irgendetwas. In der nächsten Runde League of Legends werde ich wieder einen anderen Spieler nehmen. Also unsere Türme sind noch alle da. Das Gute finde ich ja, man kann ja alles verschiedene Sachen spielen. Ja, dann verfehlt halt im Blutrausch. Ich weiß, dass er von hinten beschossen wird. Wegen dem gehen wir jetzt mal hier schnell weg. Ja, an Scheiß bleibst du konzentriert. Leben wieder aufladen. Mann, der scheiß Bot soll sich mal verpissen, ne? Kleine Mädchen ist anscheinend ein guter. Und ich greife jetzt mal die Alte einfach an. Aber ich habe Leben abgezogen. Ne? Ja. Oh. Haben wir jetzt schon 10 Minuten hier im Spiel. Ey, das geht ja nachher ewigs.
Zum Glück haben wir auf Anfängermodus. Von Worten, die wieder so viel Lebensenergie. Wo ist die Maus? Wo ist sie? Da, du! Das musste sein. Zum Glück habe ich sie eliminiert. Das muss sie einfach sein. Sie hat mich angelächelt. Ob mir das magische Auge gegen etwas bringt, ist auch eine Frage. Ich glaube, ich sitze. Hier oben ist die Webcam. Wir könnten jetzt hier hinten auch die scheiß Viecher töten, wenn wir genügend stark wären. Das ist ein W für eine Funktion. Ich glaube, der scheiß Ding macht mich fertig. Wir sind so schwach für die. Sorry. Jetzt wurde er wieder vom Turm getötet. Mach mal den scheiß Turm weg hier, du Bob. Ein Gegner wird zum Berserker. Da oben sieht's friedlich aus. Ja, immer diese Pussys gehen aus dem Spiel oder was? Können die eigentlich im Spielchat bei League of Legends mich hören? Keine Ahnung. Dota 2 ist ja auch so ein Fall. Wo eigentlich League of Legends wie nachmacht vom Aufbau und so. Wo ist meine Maus? Wo ist sie? Verpiss dich! Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ach, machen wir es uns mal bequem hier. Scheiß Wii U ist mir im Weg. Irgendwas irgendetwas an den Tastenkürzel, also das von der Maus. Keine Ahnung, wo die sind. In der Mitte sieht es wieder geil aus. Was, die Golems rosten? Ja, ein Eisengolem, ja.
Kann man die Tastenbelegung von League of Legends ändern? Euer Team hat einen Turm zerstört. Anscheinend nicht. Oh, fuck, fuck, fuck. Pissen, schnell. Verpiss dich. Soll ich sterben? Ah doch, die haben noch einen Turm. Sorry. Das Spiel wird lange gehen, das sage ich. Ich glaube, das Maximale, was man bei League of Legends haben kann von der Verbindung, ist 300er Ping, ist das richtig? Eine 400, genau. Ah, da unten ist wieder die Bitch. Man darf ja nicht gewisse Finger zeigen. Ihr wisst ja schon welchen. Den Stinkfinger. Oder den Middle Finger. Weil es geht schon wieder unter die YouTube-Richtlinie, ne? So. Interessiert ja heutzutage eh niemanden. Grünes Auge platziert. Okay. Bin ja auch der Meinung. Ah, dort oben, okay. Ja, hau doch nicht dem ab, du Scheißbot. Was ist denn das?
Das war, glaube ich, eine Selbstmordtaste. Ich glaube, wir haben trotzdem verloren. Das ist wahrhaftlich so. Also die Magie hofft nicht. Soll sie nicht hoffen. Der scheiß Bär ist ja voll überpowered. Interessiert ja eh niemanden. Also wie spielt ihr auf Anfängerstufe und die Bots ficken aus weg oder was? Ich nehme nachher diese geile Schnitte hier. Die kommen ja da unten lang. Gehen wir mal dorthin. Da hast du recht, dass Metall härter ist als Fleisch. Ein Gegner wurde getötet. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Okay. Schon 14.17 Uhr. Die sollen den Turm zerstören. Ich habe jetzt auch gar nichts gemacht, die Pussys. Ah, zum Glück geht er nicht auf mich los. Euer Team
Das fette Tier da ist auch übermächtig, ne? Da oben ist schon ein Champion von uns. Also theoretisch könnte man eh noch gewinnen. Also theoretisch. In der Theorie wäre alles möglich. Man hat es ja mal gesehen in der League of Legends League. Oder wie das auch heißt. Ein Team war am Verlieren und hat trotzdem gewonnen. Wo ist die Maus jetzt schon wieder? Mann, der scheiß Bob soll sich mal verpissen. So. Ich bleibe konzentriert. Jemand muss ja auch mal die Fronten hier verteidigen. Wegen dem gehe ich jetzt hier hoch. So. Jetzt kommt gleich einer von hinten von den gegnerischen Champions.
terminiert. Wie lange sind wir schon dran? Oh, fuck, fuck. Euer Team hat einen Inhibitor zerstört. Soweit das ist, ist das gegnerische... Gegnerische Doppeltor. So, den Inhibitor können ja die Gegner wieder aufbauen. Wir kämpfen bis zum bitteren Tod. Oh Scheiße, gegnerischer Champion. Ich glaube, wenn man mit diesem Charakter, wo ich habe, richtig spielt, nicht so wie ich einfach irgendetwas macht, könnte man alles wegrotzen. Bittet um Hilfe, wo ist denn der Typ? Ja, die fetten Vasallen kommen jetzt. Vasallen? Ja, er muss auch konzentriert bleiben. So, die gammeln jetzt alle rum. Ich gehe zu den anderen. Ist ein 15er Champion. Wie logisch ist das Spiel? Man kann durch einen Turm schießen.
Gehen wir zurück, dass wir wieder genügend Leben haben. So. Ein paar gute Sandalen. Der Inhibitor wurde wieder aufgebaut. Unsere stehen alle noch. Ja, ist halt legendär. Wir kämpfen bis zum bitteren Tod. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Wir werden richtig abkacken. Wir werden abkacken. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Wir können schon zurücklehnen und verlieren. Verloren. So, jetzt ist das Spiel vorbei. Bald Level Up, ja. Und ja, mit dem sage ich, das war Europabox 28 mit einer Runde League of Legends und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von League of Legends. Bis dann!